Und mit düsterer Stimmung und schlechtem Wetter ohne Regen begrüße ich euch heute an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag. Draußen bei mir sieht es nicht ganz so fies aus. Aber hier schon. Und wir wollten mit... Wollten wir mit dir sprechen? Ja, mit dir wollten wir sprechen, ne? Und du hießt Tahana. Da wusste ich die letzte Mal nicht die ganze... Also, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Das Spiel ist ganz schön laut mit diesem Gewitter. Das ist total nervig. Das ist der Name, den ich immer vergessen habe, ne? Ich habe hier deinen Alligator erlegt. Ich habe den Alligator oben am Fluss getötet. Und du sprichst auch die Wahrheit? Ja. Wenn du daran zweifelst, kannst du dich sicher bei den Sammlerinnen erkundigen. Oh no, ich glaube dir. Du bist nicht nur mutig, du bist auch stark. Ja, ich bin... Bär bin ich, du. Bekomme ich jetzt deine Waffe? Chi, du bist würdig. Gib mir dafür Gold. Als Opfer für die Ahnen. Jetzt ehrlich? Wenn du willst, zeige ich dir auch, wie du mit einem Speer kämpfst. Also, oh, ich will nicht immer Geld ausgeben für Dinge, die ich mir anders verdient habe. Ich habe dafür einen beschissenen Alligator erlegt. Warum muss ich jetzt dafür bezahlen, dass ich die Sammlerin vom sicheren Tod bewahrt habe? Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Das sind immer diese doofen. Stell ne? deine Fragen, Guccio. Na, das habe ich alles verstanden. Und du bist ein Arsch. Gut, ich denke, das reicht mir fürs Erste. Ein Arsch bist du. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich will nicht mit dem Speer kämpfen. Das Ding gönne ich mir doch mal. Kiefermeißel haben wir auch nicht. Damit kann ich dann bestimmt die Viecher, die ich jetzt alle schon getötet habe, besser befummeln. Ich nehme es trotzdem mal mit. Das werden wahrscheinlich die letzten Viecher gewesen sein, die wir bekämpfen mussten. Was ist das denn? Eine Leuchtkugel? Sowas habe ich doch, glaube ich, auch. Nee, habe ich nicht. Habe ich, glaube ich, alle verkauft. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Tschüss, das war's. Kann ich da was verkaufen? Plunder? Nö. Gut. Tschüss. Was kostet der Spaß denn? Zeig mir, wie man mit dem Speer kämpft. Gee, was willst du wissen? Das sind Dinge, die könnten vielleicht, also werfen könnte schon. Also ich meine ja nur, ne, so als Schisser, wenn man mal keine Dingenskirchen hier hat, keine Kugeln mehr und nur einen Speer hat. So als Fernkampfwaffe. Komm her. Kannst du mir helfen, meinen Wurf zu verbessern? Der Speer ist eine ehrenvolle Waffe für Krieger und Jäger. Du brauchst Kraft und Geschick. Ist dein Ziel weit weg, musst du höher werfen. Steht es vor dir, zielst du niedrig. Ein Jäger übt sein Leben lang. Wenn er immer trifft, wird er zum Krieger. Das ist so ein Ding, ne? Das würde ich instinktiv machen. Wenn der vor mir steht, ziele ich nicht irgendwie, keine Ahnung, in Richtung Sonne, sondern in Richtung Gegner. Naja, das ist vielleicht meine Ansicht und naja, egal. Klingen 6 haben wir eh noch nicht, glaube ich. Oder? Warte. Klingen 6. Wir sind bei Klingen 3 und Baldovan da noch irgendwie rum. Das heißt, wir brauchen 445 Ruhm, damit wir Klingen mal aufleveln können. So, jetzt bin ich voll leer. Was mache ich jetzt? Kann ich mit dir reden? Hoshi, Tamonga. Hoshi, Tamonga. Was soll das heißen? Kann ich nicht, will ich nicht. Ich will den Totan töten. Nein. Und du hier? Guck mal. Hier ist der Haarknoten von Jim. Sehr gut. Das wird reichen. Naja, so einen eklig verfilzten Haarknoten, den ich hier seit 3 Wochen in meiner Hosentasche rumtrage. Wie erschaffe ich eine Voodoo-Puppe? Die Puppen erschaffen die Kiki. Verschwende deine Zeit nicht mit Handarbeit. Doch eine solche Puppe ist noch nicht bereit für Voodoo. Benutze den Voodoo-Altar. Gib ihr dort Augen und Zähne, die du von Tieren bekommst. Und gib ihr einen Stein aus Jade für den Geist.
Das Wichtigste ist etwas vom Körper des Ziels. Ein Tropfen Blut oder ein Haar. Es muss nicht viel sein. Und das ist alles? Chi, das ist alles. Ich hätte das dumpfe Gefühl, dass wir die Augen kaufen müssen, weil wir alles in Reichweite erlegt haben. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Naja, ich... Also, wir haben... Das heißt, wenn ich jetzt mal hier so, ne? So, hier so. Ich kann, wir brauchen einmal Zähne, einmal Augen und eine Voodoo-Puppe. Was machen wir davor eigentlich? Ich mach doch noch gar nichts, Junge. Kannst du mal aufhören, da deinen Ausdruckstanz zu vollbringen? Ich glaube, der tanzt gerade seinen Namen. Also wir brauchten eine Voodoo-Puppe, einmal Augen und einmal Zähne. Du hast doch Augen verkauft, ne? Zeig mir, was du anzubieten hast. Das wird jetzt bestimmt teuer. Einmal? Nee, nicht siebenmal. Kannst du nicht bei eins anfangen? Wahrscheinlich brauchen wir zwei. Aber egal. Augenzähne und Voodoo-Puppe? Die Voodoo-Puppe hatte auch irgendwer hier. Lass mich einfach wieder gehen. Ich glaube, die junge Dame da hinten hatte eine Voodoo-Puppe im Angebot. Ne, Schnucki? Zeig mir ein paar Tricks. Was willst du? Wissen, wie ich besser Geld verdiene. Bei den Preisen hier. Der Wahnsinn. Mindestlohn von 8,50 ist da irgendwie nicht dabei. Olele. Hattest du das hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war doch die oben. Die Lady mit dem Ding da hinten. Dem Glotzfrosch in den Pfoten. Du, oder? Nein, dann warst es du. Mein Gedächtnis ist, Lass uns handeln. Nur mittelmäßig vorhanden. Eine Voodoo-Puppe. Warum kann er nicht auf 1 anfangen? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich 14 Voodoo-Puppen auf einmal kaufen möchte? Mal ehrlich. Vor allem, warum hat die so viel auf Vorrat? War das jetzt alles oder brauchte ich jeweils 2 Augen? Nein. Jetzt mache ich das wie? So? Eine Puppe für Jim. 100 Ruhm. Herzlichen Glückwunsch. Das hat sich ja gelohnt. Und jetzt? Ich könnte zwischendurch mal speichern. Ne, Shani? Ich habe jetzt die Puppe für Jim. Gut. Dann geh jetzt rüber zu ihm. Stelle dich einfach vor ihn und benutze sie. Das kann interessant werden. Ich möchte vorher aber gerne nochmal pennen gehen. Wir haben dann wahrscheinlich Jims Gesundheit. Was ist hey, nicht was ist mit meinem Amulett? Später. Ja, du verarschst mich doch nicht, oder? Ich bin gerade dabei, es fertigzustellen. Na schön. Genau das werde ich jetzt in deinem Bett tun. Weil ich auf deinem Bett stehe. Es gibt Typen, die sind wegen sowas verprügelt worden. Die sind deswegen verprügelt worden, weil sie mir sowas gesagt haben. Und es gibt Typen, die wurden... Voodoo-Pup? Ich speichere nochmal. Inventar? Benutzbares? Wie benutze ich das denn? Vor allen Dingen, wo ist sie? Müsste die nicht hier irgendwo? Oder kommt das automatisch, wenn ich bei ihm stehe? Na, Schnucki? Nee. Es juckt mir auch noch das Ohr, ne? Wahnsinn. Moment. Uiuiuiui. Wunderschön. Das hat man sich jetzt bestimmt voll gehört. Schwertgriff, Früchtekorb. Unverkäuflich. Deine Mutter ist unverkäuflich. Sieht's irgendwer? Bin ich doof? Benutzbares Rumgrog, Proviantrank des Diebes. Oder muss ich ihn doch ansprechen? Für Geranke? Plünder? Kugelschrot? Ich kann damit den Gym kontrollieren. Jetzt habe ich das ausgerüstet.
Wenn ich jetzt... Nicht jetzt. Kann ich jetzt in die... Und jetzt? Das ist interessant. Im Körper von Jim machst du dich auf den Weg zum Tempel. Oh Gott. Ich kann doch aber mit Jim gar nicht. Ich mag Jim gar nicht. Jim ist blöd. Hallo. OMG. Kann ich hier was abkrabbeln? Was überhaupt nichts bringen würde, weil dann Jim das in der Tasche hätte und nicht ich. Aber das finde ich cool, dass man den hier so für seine Zwecke benutzen kann quasi. Das ist interessant. Und wen haben wir jetzt hier so? Na, ihr Süßen? Ach, guck mal, dich kenne ich. Dass du dich noch hertraust. Ich hatte gehofft, dein Gesicht nie wiederzusehen. Hast du das Gold? Bevor du deine Schulden nicht bezahlst, kriegst du jedenfalls keinen Rum mehr von mir. Will auch gar keinen haben. Wie viel schulde ich dir? Eigentlich sollte ich das Doppelte nehmen, du Bastard. Gib mir 100 und die Rechnung ist beglichen. Vorher verkaufe ich dir keinen Tropfen. Können wir uns anders einigen? Keine Chance, Jim. Entweder du zahlst oder du sitzt auf dem Trockenen. Ich gucke mal, ob ich das Gold auftreiben kann. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Rum ist begehrt. Moment. Habe ich jetzt eigentlich... Ich habe gar kein Inventar. Gut, dann habe ich auch kein Gold. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier Gold zusammensuchen. Wie läuft das Geschäft? Schnaps schlecht, ansonsten gut. Wir waren ein paar Tage auf der Insel unterwegs. Hat sich gelohnt. Was meinst du damit? Was wohl, du Idiot? Gold! Die Wilden packen es zu ihren Toten in die Gräber. Da haben wir natürlich zugelangt. Das ist irgendwie fies, aber ich mach's nicht anders. Was habt ihr gefunden? Nur ein paar Schmuckstücke der Wilden. Den Rest hat sich schon die Inquisition unter den Nagel gerissen. Hat sich aber dennoch gelohnt. Jeder von uns hat einen ordentlichen Anteil. Ich frag mich ja immer, ne, wenn die da unter sich sind. Da ist doch das Gold eigentlich, also jetzt hier auf so einer Insel, die haben doch da nichts und dann, naja, egal. Ich suche Crow. Warum kommst du dann zu mir? Wo ist er? Im Heiligtum, aber mehr weiß ich nicht. Frag Ben, wenn du mehr wissen willst. Alles klar. How? 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 Winnetou. How? Der andere Typ. Ja, du sagst sogar mehr. Und du? Dass du dich noch hierher traust. Das hat der andere auch schon so gesagt. So viel Eier hätte ich dir gar nicht zugetraut. Tja, hab halt mehr als zwei. Hast du ein Problem mit mir? Das fragst du noch? Du hast mich verarscht. Mir meinen Anteil von der Beute abgenommen. Tut mir leid. Was ist denn überhaupt passiert? Tu nicht so. Du kannst dich ganz genau daran erinnern. Nein. Dreckig ins Gesicht gelacht hast du mir. Ja. Die Welt ist halt gemein, hast du gesagt. Und du hast gelacht. Aber ich sage dir, am Ende werde ich lachen. Und du bist dann tot. Merk dir das. Nimm mir einen Finger aus meinem Gesicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich reite den gerade voll in die Scheiße rein. Können wir das irgendwie regeln? Nicht in diesem Leben. Ich weiß, dass du dein Gold an dieser Küste verbuddelt hast. Und sobald ich den genauen Ort kenne, bist du ein toter Mann. Hast du mich verstanden, Jim? Weißt du, worin das Problem liegt? Das hat schon einer ausgegraben. Nämlich ich. Du bist Schwarzpulver-Ben. Hallo, Schwarzpulver-Ben. Jim, alter Segelflicker. Wie läuft's im Dorf? Ich bringe euch die Lieferung. Sehr gut. Die Nahrung kannst du bei mir lassen. Das Idol bringst du am besten zum Häuptling. Das heißt, wenn sie dich überhaupt reinlassen. Wieso? Was ist los? Der Captain und der Häuptling haben sich vor ein paar Tagen ins Heiligtum zurückgezogen. Seitdem lassen sie sich nicht mehr blicken. Ich dachte übrigens immer, das heißt Kesselflicker, aber egal. Wie komme ich ins Heiligtum? Gar nicht. Floyd, passt auf, dass niemand reinkommt. Ja, erzähl mir noch mal was. Erzähl mir was über Floyd. Der miese Sack? Da gibt es nicht viel zu sagen. Weil Crow ihn ausgesucht hat, glaubt er jetzt, einen auf dicke Hose machen zu können. Aber das werden wir ihm schon wieder austreiben. Wenn wir erstmal auf See sind, wird er sich noch umgucken. Wer ist noch hier? Abgesehen von den Wilden, die der Häuptling mitgebracht hat? Nur Dicker und Skinner. Aber die sind beide nicht besonders gut auf dich zu sprechen.
Habe ich schon gemerkt. Was ist mit Skinner? Du hast Nerven, mich sowas zu fragen. Wird schon nicht so schlimm sein. Wenn du meinst, Jim. Aber lass mich da raus. Damit will ich nichts zu tun haben. Klär das mit ihm. Der hat ganz schön eingefallene Augen, ne? Was ist das Problem mit Dicker? Kein Problem. Wenn du genug Gold dabei hast, um deine Schulden zu bezahlen. Schulden? Der Rum ist nicht billig und das wusstest du vorher, Jim. Ich kann nichts dafür, wenn der Molukkenjob nichts einbringt.